Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Beitrag zu Breisach beschränkt sich auf die Frage der Eisenbahnbrücke. Und normalerweise hat ja eine Eisenbahnbrücke keine besondere Bedeutung. Man fährt drüber und das war's dann, aber diese Brücke hat eine besondere Bedeutung und vor allen Dingen genau an einem Tag, nämlich dem 23. Oktober 1940. Wenn an diesem Tag jemand aus dem Zug geschaut hat, dann hat er den letzten Blick auf seine Heimat sozusagen gehabt. Die Heimat ist der Eckartsberg in Breisach. Er ist jetzt hier schon auf ehemaligem französischem Territorium. Und was er noch nicht weiß, ist, dass es von dieser Fahrt keinen Weg zurück gibt. Das heißt, die Breisacher Eisenbahnbrücke war der letzte Blick von 5.600 badischen Juden in ihre Heimat. Es hat also eine besondere Bedeutung. Wir blenden mal von dem 23. Oktober 1940 zurück auf das Jahr 1931. Das Luftbild von Breisach zeigt die Rheinbrücke, sie zeigt die jüdische Synagoge, sie zeigt die Judengasse und ganz am Rande auch noch das Blaue Haus. Ganz am Rande. 1931 Heimat Breisach. 1945 ist von dieser Heimat nicht mehr viel übrig. Die Eisenbahnbrücke zerstört, die Synagoge zerstört, die Judengasse ohne ihre ehemaligen Bewohner. Ja, wie gesagt, 14 Jahre später ist von dieser Heimat nicht mehr viel übrig. Und wir wissen, dass wir aus der Geschichte lernen sollten, dass diese schnelle Veränderung für viele Menschen sehr dramatisch geendet hat. Der Beginn dieser Lösung, Herr Schwendemann sagt vielleicht zu Recht, territoriale Endlösung der Judenfrage, beginnt am 22. Oktober und ich habe jetzt von Herrn Kreuzmüller aus seinem Vortrag der Nazi-Fotografien gelernt, dass es auch wichtig ist zu sehen, dass die folgenden Bilder, die diesen Tag, den 22. Oktober 1940, in den Blick nehmen, von Nazi-Fotografen arrangiert worden sind, obwohl sie so aussehen, als seien sie heimlich geknipst worden. Das ist ein Arrangement aus Lörrach, das zeigt, wie die Lörracher Juden sozusagen zusammengetrieben werden, um anschließend nach Gurs transportiert zu werden. Das Arrangement beinhaltet zum Beispiel diese schöne Balustrade der interessierten Zuschauer, die davon, ja, man kann jetzt nicht sagen, begeistert sind, aber auch nicht besonders betrübt sind, dass ihre jüdischen Mitbürger deportiert werden. Dieses Bild zeigt, dass auch das Arrangement, die Schergen stehen im Licht,
und die Opfer stehen im Dunkeln. Und wer das Sagen hat, ist an diesem Herrn ja sehr unschwer zu erkennen. Auch dieses Bild, das ist aus Kippenheim, ist nicht heimlich aufgenommen, sondern soll nur zeigen, jetzt sind sie weg, jetzt kommen sie weg. Und auch dieses Bild aus Geilingen, auf dem Weg zum Sammelplatz am 22. Oktober, ist genau so arrangiert, dass es eine Verlassensszene ist. Deswegen hat der Fotograf diesen Mann mit dem Koffer auch in den Vordergrund gelegt. Manchmal hat das Schicksal gute Seiten, weil auf diesem Standbild des einzigen Films, den es von dieser Deportation am 22. Oktober gibt, sehen wir einen 10-jährigen Jungen. Dieser 10-jährige Junge ist der Manfred Wildmann, der von Philippsburg mit seinen Eltern nach Bruchsal geschafft wird und von dort sozusagen unter Bewachung zum Bahnhof läuft. Das ist ein ganz kleiner Moment in diesem Filmdokument, was natürlich auch ein arrangiertes Filmdokument ist, weil wenn man die Komposition sieht, dann weiß man, die Juden werden abgeführt. Das ist ganz kurz, dieser Film, aber eigentlich sehr eindrücklich, weil man auch einen Blick dafür bekommt, was für Leute waren das, die in diese 7 Züge aus Baden steigen mussten. Der Kameramann steht sozusagen fast immer an derselben Ecke und lässt die Leute unter Bewachung passieren. Hier wieder im Hintergrund sieht man die Zuschauer mit den Händen in den Hosentaschen, die sich das Spektakel anschauen. Und ganz am Ende der Kolonne läuft dann sozusagen die Bewachermannschaft hier, die sich zusammensetzt aus Wehrmachtsangehörigen, SS, SA und so weiter und so fort. In Breisach ist das Interessante, dass der Hugo Höfler, der Pfarrer in Breisach, der ein Kriegstagebuch geschrieben hat am 22. Oktober zu diesem Abtransport der Juden, bemerkt, das ist aber die einzige Bemerkung in seinem Kriegstagebuch. Heute Morgen erzählten mir die Buben in der 8. Klasse, dass die Juden geholt worden seien. Später erfuhr ich, dass alle Juden abtransportiert worden seien. Sie durften 25 Pfund Gepäck mitnehmen, 100 Mark Reisegeld und Proviant für 4 Tage. Später erfuhr ich dann, dass sie nach Lublin in Polen gebracht worden seien. Einige Tage später erzählte mir ein Gewehrsmann, der es von einem Begleiter erfuhr, dass sie nach Freiburg gebracht wurden und dass manche schon auf dem Transport gestorben seien. Sie seien in Viehwagen abtransportiert worden. Das ist der einzige Kommentar, den der katholische Pfarrer Breisachs zu dem Schicksal der Breisacher Juden überhaupt angibt. Er hat
kein Interesse dran, so würde ich das mal interpretieren, genaueres herauszubekommen, was wirklich passiert ist. Er glaubt den Gerüchten, es sei nach Lublin in Polen gegangen und so weiter und so fort, obwohl am nächsten Tag diese Züge praktisch an seinem Heimatort vorbeirollen. Diese 5600 Deportierten aus Baden stammten aus ca. 130 Gemeinden. Große Gemeinden, kleine Gemeinden, ich habe sie mal aufgeführt, Mannheim, 3000, Karlsruhe. Diese Aktion hat sozusagen alle Juden in allen badischen Gemeinden erfasst. Und man kann sich schon allein an der Größenordnung der Gemeinden oder an der Kleinheit der Gemeinden vorstellen, dass eine solche Aktion nicht von einem Tag auf den anderen durchgeführt werden kann, sondern eine sehr sorgfältige, sozusagen Arrangement vorhanden sein muss, um diese Leute an einem einzigen Tag in 7 Zügen nach Gurs zu transportieren. Das ist das Merkblatt für die eingesetzten Beamten. Die wurden also vorbereitet auf diese Deportation mit der Anweisung, was diese Leute mitzunehmen hätten und natürlich auch, was sie nicht mitnehmen dürfen. Obwohl das hier nicht steht, aber der Zweck der Übung dieser Anweisung ist völlig klar. Es bleibt alles da, was wir an Vermögen, an Wertgegenständen dieser Menschen verarbeiten und brauchen können. Das ist das bekannte Mitteilung des Chefs der Sicherheitspolizei Heydrich. Der Vorgang wurde von der Bevölkerung kaum wahrgenommen. Das ist natürlich eine klare Falschmeldung, weil sich der Abtransport dieser 5600 Menschen am helllichten Tag vollzog und nicht sozusagen bei einer Nacht- und Nebelaktion. Und in allen Berichten von Verschleppten wird sehr deutlich darauf hingewiesen, dass sehr viele Leute dieser Verschleppung zugeschaut haben. Manfred Wildmann als 10-Jähriger, den ich noch in Palo Alto Anfang 2020 gesehen habe, sagt, eine einzige Frau sei auf dem Marktplatz in Philippsburg vorbeigekommen und hätte seine Mutter umarmt, wenn das 300 andere gemacht hätten am selben Tag, wäre diese Aktion nicht möglich gewesen. So, wir müssen uns jetzt vorstellen, wie die Situation ist. Am 22. Juni 1914, das ist der Tag des Waffenstillstandes mit den Franzosen. Und danach gibt es 3 Bereiche. Das Elsass, obwohl es in den Waffenstillstandsverhandlungen nicht vorgesehen ist, wird sozusagen direkt annektiert als Reichsgebiet. Dann gibt es die besetzte Zone, eine Militärbesatzung der Deutschen. Es gibt eine Sperrzone, die ist für die deutsche Besiedlung vorgesehen, will sagen, aus dem Elsass verschwinden die Nicht-Deutschen oder die ausgewiesenen Deutschen und aus dieser Zone verschwinden sie ebenso
Und als drittes großen Bereich gibt es die unbesetzte Zone, das sogenannte Vichy-Frankreich, in dem das Internierungslager Gurs liegt. Das ist die Situation am 22. Juni 1940 und Herr Eichmann aus dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin bekommt jetzt die Aufgabe, die badischen Juden in irgendeiner Form in dieses Gebiet abzuschieben. Nicht ganz einfach. Warum? Weil spätestens zwischen der besetzten Zone und der unbesetzten Zone, das ist die Demarkationslinie, wird es schwierig, weil man kann die französische Vichy-Regierung nicht dazu zwingen, irgendwelche ausgewiesenen Deutschen aufzunehmen. Warum? So, das ist der Weg, den die Züge nach Eichmanns Plan nehmen. Wir haben keine Transportlisten von diesen Transporten. Wir haben lange gebraucht, um herauszufinden, wie diese Züge gelaufen sind. Es gibt Leute, die sind der Meinung, die Brücke ist eigentlich unerheblich, über die diese Züge gefahren sind. Und der Ausgangspunkt für uns war, die Brücke ist das Entscheidende. Und jetzt wissen wir, dass von Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe die 7 Deportationszüge mit den badischen Juden über die Breisacher Brücke gefahren sind und sich mit den 2 Zügen mit den Pfälzerjuden und den Juden aus dem Saarland in Mühlhus getroffen haben. Das war der Treffpunkt, an dem alle 9 Züge dann zusammenstanden, und von dort ging der Weg nach Chalon-sur-Saône. Das ist genau die Demarkationslinie zwischen dem unbesetzten Frankreich und dem besetzten Frankreich, weshalb sich der Herr Eichmann, der Planer dieser Aktion, selbst nach Chalon begeben hat, um diese Züge weiterzuleiten. Warum die Eisenbahnbrücke in Breisach? Das ist eigentlich relativ einfach. Diese Breisach-Kolmarer Brücke war die einzige, die innerhalb von 28 Tagen nach dem Waffenstillstand mit Frankreich wieder aufgebaut war. Alle anderen Brücken waren zu diesem Zeitpunkt entweder von den Franzosen selber oder von den Deutschen im Zuge der Kriegshandlungen gesprengt worden. Das passierte auch der Breisacher Brücke. Die Breisacher Brücke wird zuerst von den Franzosen selbst gesprengt. Durch französische Pioniere am 12. Oktober 1939, also kurz nach dem Kriegsbeginn. Und dann sprengen anschließend die deutschen Pioniere diese Brücke nochmal, weil sie verhindern möchten, dass illegale Grenzübertritte über diese halb im Wasser hängende, aber nicht ganz kaputte Brücke möglich sind. Deswegen sprengen sie von der deutschen Seite diese Brücke am 20. Oktober, also 8 Tage nach den Franzosen, sie nochmal. Und wenn man sich das Bild anguckt, merken Sie sich mal diesen Pfeiler hier,
dann sehen Sie, der bleibt stehen. Auf der deutschen Seite und auf der französischen Seite hängt jetzt sozusagen der Rest der Brücke im Wasser. Am 16. Juni 1940, und da kommt Breisach ins Spiel, überschreitet die 7. Armee bei Breisach den Rhein. Dieses Bild ist ein Propagandabild im Auftrag von Gauleiter Wagner, um für alle Zeiten festzuhalten, dass man jetzt sozusagen den Endkampf gegen Frankreich eingeleitet hat und die deutschen Soldaten den Rest der Maginot-Linie auch noch knacken, nachdem sie schon in Paris eingedrungen sind. Bei diesem Angriff wird Breisach einige Häuser zerstört, weil natürlich die Franzosen nicht unbedingt bereit sind, die Deutschen kampflos über den Rhein kommen zu lassen. Brücken sind ja keine mehr da. Aber dieser Übergang gelingt. Es gibt etliche Opfer unter den deutschen Angreifern, aber letzten Endes sind sie erfolgreich. Und als ersten Schritt baut man dann eine Pionierbrücke. Das ist diese hier für die Autos, eine Pontonbrücke, weil der Führer will und muss jetzt dem deutschen Volk zeigen, die Schmach von Versailles ist getilgt, wir haben Frankreich besiegt, wir haben das Elsass an das Reich herangeführt, und er besucht 2 Tage lang das Elsass, und was wir inzwischen glauben, dort werden die letzten Absprachen getroffen hinsichtlich der Vertreibung der elsässischen Juden zuerst und danach der badischen Juden. Der Beleg ist dieses Bild. Hitler versammelt in seinem Führerhauptquartier Tannenberg am Gniepis, was er nur einmal überhaupt besucht, nämlich Ende Juni 1940, und versammelt dort sozusagen die Spitze des nationalsozialistischen Systems und vor allen Dingen die, die direkt mit der Vertreibung der Juden zu tun haben, Gauleiter Wagner, Josef Bürkel, der Chef der Reichskanzlei Lammers, Bormann und, neu hinzugekommen, ein junger Stern an Hitlers Himmel, Baldur von Schirach. Warum? Bürkel, der bisher in Wien war und dort schon Judendeportationen durchgeführt hat, wird zum Statthalter in der Pfalz ernannt, Saarpfalz. Wagner wird ernannt zum Leiter von Baden und Elsass, und Schirach rückt ein nach Wien. Wir haben noch keine Beweise, weil wir keine schriftlichen Dokumente haben, über die Absprachen, die hier getroffen worden sind, hinsichtlich der Deportation nach Gurs. Aber die Hochrangigkeit dieses Treffens in Tannenberg, bei dem neben diesen Leuten unter anderem Himmler mit seinem eigenen Zug da ist, Goebbels da ist, Joachim von Ribbentrop, der Außenminister, da ist, Keitel da ist, lässt vermuten, dass es hier um ein bisschen mehr ging als ein paar Waldspaziergänge. Hier beginnt jetzt sozusagen direkt nach dem 22. Juni der Wiederaufbau dieser gesprengten Eisenbahnbrücke. Die Unterlagen
haben wir gefunden im Generallandesarchiv. Da gibt es einen ganzen Ordner, Wiederaufbau der Breisacher Brücke, die als sogenannte Kriegsbrücke firmiert. Und sie wird von einem Eisenbahn-Pionierbataillon der Wehrmacht in nur 28 Tagen aufgebaut. Das heißt, sie war tatsächlich fahrbereit ab dem 25. Juli. Einspurig, warum? Man hat den deutschen Pfeiler einfach weiter nach vorne geschoben, stark bewacht. Das heißt also, die Lokomotiven konnten mit 10 Kilometer Geschwindigkeit, das steht in den Unterlagen drin, über diese Brücke fahren. Und so sah sie dann fertig aus. Sie sehen hier noch das französische Teilstück, was noch im Wasser liegt, und diesen Pfeiler, der stehen geblieben war, und darunter hat man dann sozusagen diese drei provisorischen Pfeiler geschoben und damit die Brücke wieder funktionsfähig gemacht. Wobei es hat dort auch einige Vorfälle gegeben, weil das alles nur Holzkonstruktionen waren und dann durch die Lokomotiven manchmal Teile dieser Holzverschalung gebrannt sind, sodass also eine sehr starke Überwachung dieser Brücke existierte. Man wollte als nächstes dieses Teil beseitigen lassen, aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen. So, das ist die Einweihung dieser Brücke, Kriegsbrücke, natürlich nicht nur für den Personenverkehr, sondern vor allen Dingen für den Militärtransport ins besetzte Frankreich. Völlig klar, auch dieses Bild inszeniert, das sieht man schon, aber die Brücke funktioniert und Eichmann wusste das, dass das die einzig funktionierende Brücke ist, die er für die Rheinüberquerung benutzen kann. Hier sind die Schlagzeilen aus den Zeitungen dazu. 28 Tage Eisenbahnbrücke und damit war der Weg frei. So. Der Manfred Wildmann, der damals 10 Jahre alt war, vorne im Standbild, das ist ein sehr guter Erinnerer und er hat uns eine Schilderung gegeben, wo wir zum ersten Mal wussten, der Mann hat recht, dass es diese Brücke ist, indem er sagt, am Morgen passierten wir den Rhein in Breisach. Ich erinnere mich sehr gut daran, es war nur eine Behelfsbrücke. Ich kann mich gut erinnern, dass ein Brückenteil der ursprünglichen Brücke im Wasser hing. Das haben Sie vorhin gesehen. Es war früh am Morgen, wir waren im regulären Passierwagen mit Fenstern unterwegs, sodass wir hinausschauen konnten. Ich habe es immer geliebt, aus dem Fenster zu schauen. Und der Herr Weinstock aus Emmendingen, der schildert praktisch dasselbe. Wir waren am Rhein, er sagt jetzt nicht, dass es Breisach ist, aber es ist völlig klar, ganz langsam fuhr der Zug über die teilweise zerstörte und deshalb gefährdete Brücke. Unter uns schillerte silbern das Wasser, die SS war ausgestiegen und lief neben dem Zug über die festen Bohlen. Einzelne SS-Leute standen auf den Trittbrettern und schauten in die Fenster. Dann lag die Brücke hinter uns. Von dort aus, von Breisach aus, wie gesagt, ging der Weg nach Mühlhus. Dort trafen die Züge zusammen und rollten dann nach Chalon-sur-Saône, wo der Chefplaner Eichmann angeblich schweißgebadet auf die Züge warteten. Hier wurden auch die Wachmannschaften gewechselt. Ab Chalon waren es keine deutschen Bewacher mehr, sondern französische Bewacher. Und einige wenige Menschen haben auch diese Möglichkeit benutzt, sich aus den Zügen zu entfernen. Aber wenige haben das getan. Wo die Entscheidung getroffen worden ist, dass diese Leute nach Gurs kommen, wissen wir noch nicht.
Wir haben nur die Schilderung von Eichmann, wobei auch diese Schilderung eine Lüge sein kann, ob es wirklich so war. Dazu bräuchte man noch ganz andere Unterlagen, weil er sagt, er hätte die Franzosen übertrickst, indem er behauptete, die Menschen in diesen Zügen seien keine badischen Juden gewesen, sondern es wären die elsässischen Juden gewesen. Das hätten aber die französischen Behörden eigentlich relativ leicht feststellen können, wenn sie an den Zügen gefragt hätten, wo kommen sie her? Dann hätten ihnen die Leute gesagt, wir kommen aus Mannheim, aus Karlsruhe, aus Heidelberg, vom Bodensee. Wir sind nicht aus dem Elsass. Also man muss abwarten, ob man da noch was findet. Jedenfalls sagt er dann im Prozess in Jerusalem, ich setze mich schweißgebadet in meinen Wagen und fuhr schleunigst ab. Die Schwierigkeiten, die sich damit später auftaten, musste das Auswärtige Amt mit der französischen Regierung in Vichy klären. Die Vichy-Regierung hat natürlich pflichtgemäß dagegen protestiert, dass diese Leute abgeschoben worden sind, obwohl auf der anderen Seite das Fahrpersonal hat gewechselt, die Lokomotivführer haben gewechselt, die Bewacher haben gewechselt. In irgendeiner Form kann es nicht sein, dass wenn 5600 Menschen vor dem Bahnhof in Châlons stehen, dann plötzlich alle diese Personen, die den Weitertransport immerhin noch fast 1000 Kilometer bis Gurs über Nacht sozusagen regeln können. Wir glauben es nicht, aber wir wissen es nicht. So. Die französische Vichy-Regierung hatte nicht nur dieses Lager hier in Gurs, sondern da befanden sich auf der Grundlage ihrer nationalen Revolution, Frankreich den Franzosen, alle Indesirable, die Unerwünschten, in Lager stecken. Deswegen hatten die zu diesem Zeitpunkt schon relativ viele Lager. Und die Vermutung ist jetzt die, dass man Gurs gewählt hat, weil dieses Lager relativ leer war. Und man kann sich ja leicht vorstellen, 6500 Leute von einem Tag auf den anderen in so einem Lager unterzubringen, ist nicht ganz einfach. Von diesen Lagern, nicht nur von Gurs, Noe, Rivesaltes und so weiter und so fort, erfolgten dann die Transporte 1942 nach Auschwitz von den Leuten, die Gurs und die anderen Lager überlebt hatten. Ich gehe jetzt nicht näher auf Gurs ein, das ist schon viel gesagt worden. Matsch, Kälte, Hunger, Unterernährung, Kinder, also Ehepaare getrennt. Aber wie gesagt, es gab auch ein bisschen, soll man sagen, Leute, die auf ihre Art und Weise Widerstand geleistet haben, wie zum Beispiel der Zeichner Horst Rosenthal mit seinen Comics. Deswegen hieß die Kindergruppe im Lager Gurs Les Mickey. Der Manfred Wildmann, den wir ganz am Anfang gesehen haben, der fing an, Bilder zu malen von diesem Lager. Und ich finde, das eindrücklichste Bild, was er gemalt hat, ist, wie ein Junge versucht, mit einem Baguette ins Lager zu kommen und dabei von dem Wachmann erwischt wird. Dieser Schwarzhandel in dem Lager Gurs war Teil der einzig möglichen Überlebensstrategie, um überhaupt was zum Essen zu bekommen. Und er konnte natürlich jetzt noch nicht besonders gut malen, Manfred Wildmann, aber er hat, wie gesagt, die Waschgelegenheiten, die Waschhütten, die Klos, die sehr berühmten, berüchtigten Klos, hat er gemalt und dann auch mit seinem Namen hier unterschrieben. Und Horst Rosenthal hat
ein bisschen professioneller das auf seine Art gemacht, mit den drei Comics, die er dort gezeichnet hat und die von Hand zu Hand gingen. Die Sache endete für Horst Rosenthal tragisch, weil er 1942 in Auschwitz ermordet worden ist und Manfred Wildmann hatte das Glück, dass er aus dem Lager Gurs sozusagen rausgeschmuggelt worden ist, zusammen mit den beiden Schwestern und so lange versteckt worden ist, bis der Krieg zu Ende war. Sein älterer Bruder, seine Mutter und sein Vater wurden in Auschwitz umgebracht. Ja, das ist jetzt eine Übersicht, die müsste man... Ich sage es nur mal ganz zum Schluss für Breisach vielleicht einfach wichtig. Das Blaue Haus hat jetzt mal zusammengestellt, wer kam eigentlich aus Breisach nach Gurs und insgesamt waren das 113 Personen, 65 direkt aus Breisach, 9 aus Breisach, die in Freiburg waren zu dem Zeitpunkt, 39 gebürtige Breisach, die anderswo in Baden lebten. Verstorben sind im Lager Gurs 34 Breisacher, in Auschwitz deportiert und getötet wurden 49 Breisacher. Überlebt haben nur ca. 30 Personen aus Breisach durch Auswanderung oder durch sich verstecken. Und eine Person, ich glaube das war der Ludwig Dreyfus, kam später nach Breisach zurück. Was der Robert Neissen schon gesagt hat, was noch zu erforschen wäre für Breisach speziell, der unglaubliche der Raubzug, der sich an den deportierten Gursianern, aber nicht nur an denen, vollzog, der begann, das kann man sich mal ganz genüsslich anschauen, am 23. Oktober 1940. Da fuhren die Züge über die Breisacher Brücke. Also keine 24 Stunden nach der Verschleppung erklärte der Gauleiter Wagner das gesamte Vermögen der aus Baden ausgewiesenen Juden dem Land Baden für zugefallen. Das war ein Besitz von rund 60 Millionen Reichsmark. Und beauftragt wurde der Regierungsrat Karl Dornes als Generalbevollmächtigter für das jüdische Vermögen in Baden und am 22. November, das heißt also 4 Wochen, nachdem man diese Leute abgeschoben hatte, begannen die Veräußerungen des Hausrats mit Auktionen, mit Inventarisierung. Es gibt ein 24-seitiges Merkblatt von Herrn Dornes, wie genau die Wohnungen zu durchsuchen sind, was zu trennen ist, zum Beispiel Blechgeschirr von Silbergeschirr und, wie ein Tresor aufzumachen ist, weil man wollte alles nehmen, alles, was man bekommen könnte. Und der Goebbels hat in seinem Tagebuch geschrieben, die Volksgenossen stürzten wie die Aasgeier auf die warmen Judensemmeln. So war es. Das ist hier ein Bild von der öffentlichen Versteigerung in Lörrach. Aber das könnte man sozusagen für ganz Baden jederzeit dokumentieren. Der Andrang war groß, jeder Volksgenosse wollte etwas abhaben von dem, was man den deportierten Juden geraubt hatte. Das ist das Bild von Gurs und ich denke, es ist Mahnmal genug. Der Horst Rosenthal hat ja in seinem Comic nicht umsonst gesagt, er hat nie verstanden, was diese Leute hier in diesem Lager herumwuselten. Und letzten Endes war ihm, glaube ich, auch schon klar,
dass diese Leute mehr oder weniger auf ihren Tod warteten. Vielen Dank.